Hallo! Hallo, Cooper! Zeit für Spaß! Ja. Yeah. Es ist richtig Zeit für Spaß. Es ist Zeit für Spaß, bitte nicht erklären. Nein! Dann würde ich sagen, es ist Zeit für eine weitere Party. Ohoho. Eine Mario-Party? Ja, yeah, auch wenn niemand Mario okay. spielt, aber stell dir mal vor, ihr seid so charakterlos, dass ihr Mario spielt in einem Mario-Spiel. Hey, komm schon, ich hab ihn in Smash Bros. Gemain. Ich wollte gerade sagen, manche Leute mögen Mario und das kann ich. Ich hab manchmal das Gefühl, Mario kriegt heutzutage zu wenig Liebe, außer aber von ich den. Ne, selbst Nintendo hat ihn umgebracht. Aber er ist solide. Morgi hat trotzdem recht, ich hab Mario nur deswegen gemeint, weil es niemand macht. Sagen wir einfach mal, du würdest Mario Kart spielen, okay? Ja, das wäre wirklich schrecklich. Wer spielt Mario in Mario Kart? Das wäre echt seltsam. 30 Runden? Oh Gott. Ja, ich denke, die 15 waren ziemlich angemessen. Welche Bonussterne machen wir? Klassisch? Bonussterne einfach nur. Klassisch mag ich nicht. Ich will einen Überraschungsfaktor bei den Bonussternen. Ja, ich finde auch ganz gut den Überraschungsfaktor. Aber ich finde es cooler, wenn es auch 3 gäbe denn. Ja. Diesmal machen wir nur... Familie. Ich weiß nicht, was das ist. Nein. Wir machen einfach mal alle. Let's go. Was ist Familie? Dass Mario kein. Dass Mario nicht Fuck sagt, oder? Ja. Ich wusste nicht, dass wir direkt mit philosophischen Fragen anfangen. Das sind die Minispiele, wo kein Blut fließt. Was ist Familie? Was ist Familie? Sind es die Leute, die vom Blut her mit dir verwandt sind, oder die Leute, mit denen du dich umgibst? Die Leute, die du liebst. Ständig mit ihnen streitest oder so. Ich bin ein Riesenfan von Found Family Tropes in Stories. Yeah. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Ja, yeah, Luigi ist auch mal verloren gegangen. Ja, wo ist er eigentlich hier gerade? Aber pass auf, folgende Sache, ich hab mir was vorgenommen für heute. Mhm. Und zwar werde ich gewinnen. Alter. Was? Das ich werde heute gewinnen. Dazu muss ich sagen, die haben alle viel mehr Spielzeit als ich und Johnny meinte, oh, ist doch egal, ob man gewinnt oder verliert. Da habe ich gesagt, oh ja, das ist leicht für jemanden zu sagen, der nicht jedes Mal Vierter wird. Ich meinte... BOOM! Die 2! Los geht's! Let's go! Warum bin ich so oft erst? Warum ist das immer so? Okay, ich mach den klassischen Fully. Wenn du Letzter bist, kannst du auch gucken, das war Johnny. Was vor dir passiert. Das hat Johnny gesagt. Das ist so ein Johnny-Schwachsinn. Hör doch mal auf mit dem Müll. Außerdem hat Moggy gesagt, ich hab viel mehr Spielzeit, da hab ich drauf geantwortet, Moggy, es ist Mario Party. Das war meine Antwort. Oh Mann, ich hab mehr Spielzeit in Mario Party. Würdest du etwa sagen, Mario Party ist kein echter E-Sport? Du bist so noch nicht aktuell in der modernen Zeit angekommen. Ich würde diesen Kuchen übrigens essen. Ich bereue es, dass ich mir zum Geburtstag von Dick Mirimme keine Terror-Torte geholt habe, wie ich es eigentlich geplant hatte. Oh, aber dann war es so schnell, dann war es so schnell vorbei und ich dachte mir, oh, es ist schon morgen soweit und ach. Ich schaue auf diese Biscuits. Seht ihr die da mit diesem Zucker drauf? Das ist ein Löffel-Biscuit. Ich habe übrigens noch nie diese Torte gegessen, ne? Diese Torte. Ich weiß gar nicht, wie die schmeckt. Ich hatte die zum 6. Geburtstag oder so und ansonsten auch nie wieder. Ja. Was hast du gemacht? So das Ding. Let's go! Diese Map ist ein bisschen wie Monopoly, ne? Ja, kann man so sagen. Genau, man kauft Häuser, ne? Oh, irgendwann sollten wir Monopoly spielen. Yeah. Für 5 Münzen könnt ihr... Was macht ihr in der Woche zwischen... Johnny! Johnny ist für... Sollte mein Johnny nachjoinen? Mein Twitch-Stock ist kaputt. Switch. Aber warte, wollen wir... Kann er nachjoinen wieder? Wir müssen aus dem Spiel rausgehen. Er sollte nachjoinen können. Wir müssen rausgehen und neu starten, glaube ich. Nein, man kann nachjoinen. Okay, wir warten einfach mal. Wir warten, okay. Okay. Nicht erklären, bitte, Fully. Danke. Okay. Warum frage ich das jedes Mal? Weiterspielen! Ja. Yeah. So, die Frage ist... Wir sind wieder im Spiel. Sind die Reihenfolgen gespeichert worden? Schon. Ja, sah so aus, gerade von der Auflistung. Ja. Ja, okay. Nur Fullys Ding ist nicht gespeichert worden. Seine Blume. Let's go! Mal sehen. Vielleicht ist es ein Seed. Nein. Nein, ist kein okay. Weil ihr müsst wissen, Videospiele haben gar keine tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Seht ihr, wie schokoladig der Pfeil am Boden war? Der wurde so richtig schön so drauf gedrizzelt. Yeah. Wie so eine, könnte ich mich direkt reinlegen. Wie so eine verzierte Fernsehen. Let's go! Wenn man so einen Teller noch, dass das
fancy aussieht, so ein Dessert. Da muss man einmal so drüber schwenken. Ja, die Blaubeere da hinten gesehen, das funktioniert auf dem Kuchen, das sehe ich. Hey! Was ist das hier? Ist das die Runde der niedrigen Würfelzahl oder was? Nee, und Himbeere! Ich weiß nicht, ob ich die Biscuits hier fühle am Rand. Himbeere, oder? In der Begleitung mit dem Kuchen funktioniert es mit Sicherheit gut. Yes, Glücksfeld. Glücksfeld. Es ist wirklich Mogis Run. Was ein Glück. Er hat das doch. Er hat das noch mehr einfach. Glück. Das der ist der Glücksrun von Moggy. Er hat Johnnys Disconnect einfach verursacht. Wenn jetzt das Spiel kommt, ne? Moggy hat inzwischen ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Der Flitzer, bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das so ausgehen wird. Das ist wirklich gut. Das ist mit dem Pfeil, mit dem Bogenschießen, oder? Yeah. Warum ist Flitzebogen so ein schönes Wort? Okay, wir können uns einfach nur bewegen. Das ist schrecklich. Ich hasse es! Wir können nichts dagegen machen, zu verlieren. Das ist, glaube ich, ein böses Spiel für den. Weil Moggy und ich müssen uns auch noch so unnötig aus dem Weg gehen. Schau, Moggy, ja, wie soll ich denn? Von Bowser Jr. Das ist doch so ein dummes Spiel! Man kann ja nicht mal abhauen, wenn man weiß, wo Maeve hinschießt. Was ist das denn? Guck mal. Wenn die Musik zu langsam. Ja. Der Pfeil hat eine gewaltige Hitbox. Also das Spiel ist wirklich für die drei Spieler wirklich super, super. Es ist so nötig, dass du da Gegner sozusagen hast, die dir den Weg blockieren. Ja, dann hat man auch noch Fumba und Bowser Jr. ohne Sinn. Die kann man halt abschießen, aber das macht man ja halt nicht, ne? Also das ist zu dritt schon schwer genug. Ja. Let's go. Sehr gut, dass du drauf hast, Bede. Ohne die zwei Gegner wäre es auf jeden Fall ein besseres Spiel. Er kann doch wieder was pflanzen. Yeah. Stimmt. Himbeere, oder? Das ist einfach Fate. Maeve, was ist eigentlich dein Lieblingsobst? Mein Lieblingsobst? Himbeere, oder? Kartoffeln. Fuli, was ist dein Lieblingsgemüse? Jetzt ist der Part vorbei. Ein paar Leute haben sich daran tatsächlich erinnert. Ja. Wenn ihr euch nicht dran erinnert, dann ist das vollkommen okay, so ging es mir auch. Hatte ich nicht nach der Aufnahme so gesagt... Sehr intens. Ja, hab ich nicht erklärt, ich hab's wieder vergessen. Hab ich nicht gefragt, so, ob irgendjemand das erwähnen wird in der Folge? Ja, und es hat tatsächlich jemand erwähnt. Es wurde kommentiert, dass du ein Video machst. Dann kann ich auch was pflanzen. Oh doch, du wirst gefressen. Ja. Was sagst du denn, wann das aktiviert wird? Oh, das ist fies. Yes. Das ist sehr fies. Vor allem, ich habe jetzt zweimal hintereinander eine 2 gewürfelt. Oh, die bleibt sogar stehen. Die kann zweimal klauen. Oha. Meine Erfahrung mit dieser Map war übrigens bisher, dass man hier überhaupt nicht vorankommt. Aber ja, das wollte ich nur mal so. Oh, wo will er hin? Wie, wo will ich hin? Was glaubst du? Ein glücklicher Affe. Willst du dir aber auch eine Blume pflanzen? Natürlich will ich eine Blume pflanzen. Komm schon, das ist direktes Kapital. Das ist Moggy, eine Kapitalanlage. Der Gartenfreund. Ich dachte, das ist auch so ein Gartenzwerg. So ein Garten-Eremit. Hui! Absolute Sahne. Diese strahlenweißen Erste Sahne. Zähne. Das heißt, zwei von den Pflanzen sind bereits vergeben. Ja. Gumba-Zee. Oh nein. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit den Pflanzen, ob die jetzt für immer euch gehören. Ach nee. Nein, zweimal. Ah, ja. Oh, ich bin bereit für dieses Spiel. Und wir sehen nicht mal die Zahlen, ne? Oh, man kann nicht mehr was abziehen. Uff. Das ist wie in WarioWare, nur schwerer. Man muss sich... In Wario schwer. Man muss sich entscheiden. Oh Gott. Ich glaube, ich habe... Ich hab mich safe schon verzählt. Ich hab schon locker. Das Klicken, was man von den anderen hört, ist auch noch so ekelhaft. Okay, ich bin gespannt. Okay. Wow, Gott, wieso hab ich so viel? Das sind keine 40, oder? Das könnte die 38 sein. Oh, der alte Mogi! Mein Gott. Wann habe ich denn so viel gedrückt? Wahrscheinlich, als da so viele gleichzeitig kamen, hast du einfach extra viel gedrückt. Alter.
Ey, Maeve, ich finde, ich hätte mehr als 10 Münzen dafür verdient, ehrlich gesagt. Das ist immer noch super. Wenn DK aufsteigt. Und jetzt erstmal dick in den von Moggy reinlaufen, ne? Jetzt erstmal dick in den. Nein. Nein. Puh. Ich habe letztens deinen Kanal Dickemerim ausgesprochen und im Chat meinte jemand, hast du gerade etwa diesen glorreichen Kanal von Mythos Gaming eine so widerliche Abkürzung gegeben? Und ich meinte nur, er sagt das selber so. Hä, der Kanal heißt so. Ja. Das sage ich nur jedes Mal. Ich glaube, er hat es D-E-K-R-M, nee, D-E-K-M-R-M ausgesprochen. Nein. Er hat es immer voll ausgesprochen. Ich spreche es immer voll aus. Der einzige Kopfhörer mit realistischen Maßstäben. Nein, du hast auch schon öfter Dickemerim gesagt. Wollt ihr mich verarschen? Du wirst immer von allen Platzen gerade gefressen. Ich hab nur eine Münze, oder? Oh nein. So, damit meine ich, ich sag immer Dickemerim. Ganz offensichtlich. So. Ja, okay, sorry. Das hier ist Moggy's Run. Boom! Das ist Moggy's Run. Der steht wie eine Eins. Das ist so eine Taktik. Grrr. Pilz durch. Ah, das ist endlich mal. Das war mein Lieblingsspiel schon im ersten Teil. Und dann kam es einfach nie. Oh, gut. Ciao. Ich hab geschaut, ob man schlagen kann. Auf die Ich hab geschaut, ob man eine Stampfattacke machen kann. Oh, wow. Nein! Ich wollte... Ciao, Wave. Yeah. Zieht euch! Was soll das? Das ist sowas von Karma bei mir, ne? DK. Donkey Kong. DK. What? Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, manchmal in diesem Spiel mit Sprüngen, die fühlen sich so anders an hier. Nein! Ich hab mich noch nicht dran gewöhnt. Da bin ich flach wie ein Kuchen. Ihr müsst vorher die Stampfattacke machen und dann drauf gehen. Ja, das macht's. Oder Moggy springt. Du bist ist auch dir das auch drauf. Passiert? Ich hab eine Stampfattacke eigentlich gemacht, aber da bin ich von Wario abgebounced. Nee, bei mir sah das so aus, als ob du drüber gesprungen bist, aber. Nach dem Bounce kannst du. Er ist abgebounced. Nach dem Bounce kannst du keine Stampfattacke machen, habe ich gesehen. Ich wusste nicht, dass ich abgebounced bin. Dass du der Schwert. Endlich mal ein Sieg für mich! Das war auch Zeit. Ich habe nur 11 Münzen. Kann ich beruhigen? Da kommt erstmal keine Pflanze mehr auf dich zu. Ihr habt alle meine Münzen. Ich nicht. Ich hab ein paar Münzen. Ich nicht. Nein, der Maeve hat einen Stern. Einen echten. Einfach wird die Stern-Location jetzt wieder geändert? Nein, die bleibt hier. Nicht. Oh, das will ich auch hoffen. Normalerweise hattest du, das ist jetzt danach, aber im Original war das davor, dass du einmal Lotto spielst und 10 Münzen ausgeben musst für einen Blumensamen. Einer davon führt zu Bowser, 3 weitere lassen dich durch. Das klingt cool. Warum ist das nicht mehr so? Warum ist das weg? Oh, was? Keine Ahnung, wir haben das umgedreht. Stern. Na, ja. Münzen. Aber okay. 5 Münzen hast du dir verdient, mein Guter. Ach komm schon. Hallo? Ihr wird sich nicht beschweren über 5 Münzen. Vielleicht gibt's ein goldener Blockstern am Ende? Ihr wird sich nicht über 5 Münzen beschweren. Das merken wir uns bitte. Jetzt hab ich endlich mal Glück. Yes! Es wird sich nicht über 10 Münzen beschwert. Der kann sich jetzt einen Stern leisten. Ich hab 5 gesagt, nicht 10. Ich hasse ihn. Ja. Und jetzt kommen wir in 9. Oh nee! Das war fast eine 9. Gute Arbeit. Ich war fast beim Stern, wir sind nicht so weit hinten. Das sagt Donkey Kong auch, wenn er eine Rutsche runterrutscht. Das Chaos kapuff! Nein! Podestposen. Ich wäre gerne im Kapuff genervig. Das kenne ich nicht. Kämpfe dich möglichst zur Mitte des Podests vor, um abgelichtet zu werden. Was? Oh, jetzt war ich nicht drauf. Ach, man muss draufstehen. Ja, ihr müsst einfach fotografiert werden, sozusagen. Am Ende. Okay. Geh weg! Können wir mal anfangen, oder? Nein! Okay. Könnte ich ganz witzig werden. Oh, ich mag den Hintergrund, dass er nicht echt ist. Das ist einfach so wirklich so ein Foto-Dings ist. Das ist das Angel-Minispiel! Ja. Ja! Lass mich hier rauf! Oh, das ist die... Nein! Ja!
Oh, stark. Da bin ich doch. Nein! Guckt mich an. Oh, ich dachte, nein. Bei null stand ich drauf. Ich dachte, das könnte noch zählen. Ich war wir beide sind gesprungen, Moggy. Vor allem, ich war nicht drauf, aber auf dem Foto bin ich. Maeve sah richtig gut der Einzige, aus. So ein kleiner Yoshi, der so, hallo. Ich bin auch hier. Das war ein gutes Spiel. Yeah. Das war witzig, ja. Vor allem, dass man den Screenshot am Ende hat, der ist halt wichtig. Das hat seinen Grund, warum sie ihn auch bei gewissen Achterbahnen machen. Mhm. Er ist einfach wichtig. Ja. Ich komme irgendwann voran. Schau den Affenarsch an. Und ich habe Doggies Füße gesehen. Dieser Plastik-Affenarsch. Warum ist Affenarsch so ein Wort? Weil viele Affen ein kahles Gesäß haben. Ja, aber irgendwie, man hat es schon oft im Leben gehört, irgendwie Affenarsch. Maeve hey, ist ein auch Job. Beine. An der Stelle ist eigentlich, glaube ich, ein Warpwürfel echt eklig. Ja, nehme ich mit. Man weiß nicht, was mich erwartet. Der könnte nützlich sein. Und jetzt gehst du zu Bowser, habe ich gehört. Nee. Doch. Oh. Also der Gumma war früher woanders, ne? Dann wähle einen. Oh, schau dir die Creme denn dann mit den Schokostücken. Den Hauptgewinn. Der war früher vor dem Stern. Und dann ging es darum, Bowser oder Stern. Der Kürbis ist es nicht. Ist ein Kürbis? Wie er da in die Sahne reingeworfen wird. Oh, schon. Der Böse. Und ja, die Samen bleiben jetzt, bis, glaube ich, alle aufgekauft sind. Das heißt, wir alle sind safe. Echt, die bleiben jetzt? Ja, die bleiben jetzt, bis alle weg sind. Nice. Wow. Oh, schau dich den Keks da hinten an, der ein Cooper-Panzer ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Das sind Lebensmittelfarben. Lebensmittelfarben haben die auch noch. Die haben, die wissen einfach alles, was ich mag. Ich bin hier einmal in die Backwarenabteilung gegangen und ich bin nicht mehr rausgegangen. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Lebensmittelfarbe. Die trinke ich manchmal auch so. Oh Gott. Kann man damit theoretisch... Süßigkeit. Nein, ich lasse es. Lebensmittelfarbe schmeckt nicht mal nach viel. Ja. Komm schon, Doppelwürfel. Oh, wäre schlecht, wenn es nach viel schmecken würde. Läuft bei Johnny. Okay. Eins bis zum Stern, verkacken. Komm schon, mindestens eine 1. Das schaffst du. Ach, das ist okay, nehme ich auch. Schon die zweite hintereinander. Zwei Achten in Folge, ja. Und, hast du das Zeugs einen Superstar? Ja. Yeah. Nö. Nein, danke. Ich nehme keine Sterne von Pilzwesen an. Wenn es einen von uns zutrauen würde, dann dir, Moggy. Diese dämlichen Pinkkappen, was bilden die sich eigentlich ein? Die gelben sind gut. Er kann sich alles leisten. Ja. Ich gönne also mir heute was. Ich habe nämlich vor, noch ein bisschen zu investieren, meine Freunde. Glück gehabt. Der Mugi, der will in Real Estate investieren. Ja. Münzen! Seht ihr, das ist mein Ziel, genau das ist der Sinn hinter dem, was ich vorhab. Die Schirmherrschaft. Ich will Münzen. Oh mein Gott, und dann auch noch Schirmherrschaft. Hau den Poki! Oh nein! Oh mein Gott, das ist ein Mash-Game! Dem hau ich auf die Fressluke. Da hab ich doch gar keine Chance. Okay, los geht's. Warte, wieso habt ihr da keine Chance? Weil wir es nicht so gut können wie ihr. Warum? Wir hatten nur einmal. Wir wissen nicht, ob das Zufall war. Ich bin alt und Fully ist schlecht. Mal sehen, ob Moggy besser ist als ich. Ich schaff das! Ah, ich bin aber schlechter als Fully. Was? Was ist los, Jordi? Was soll das? Das ist das zweite Mal! Das kann doch nicht schon sein, dass wir genau gleich schnell sind. Hä? Was ist los? Ich los euch mal. Alter, Moggy, die 20 Münzen lassen wir uns schmecken. Das Alter. Zweite Mal, dass das... Wie ist das überhaupt möglich? Hat jeder von den 20 bekommen? Ja. Wir hatten genau den Gleichstand. Bei dem Spiel, bei dem man keinen Gleichstand haben sollte, erneut. In 2021. Was ist das denn hier gerade? In 2021 fanden wir raus, dass Moggy und ich gleich schnell tippen, wie es aussieht. Ja, wie geht das eigentlich? Genau.
Vor allen Dingen, das sind ja jetzt auch unterschiedliche Tage. Yeah. Ja. Und wir müssen unterschiedliche Tasten drücken dieses Mal. Wir haben das menschliche Limit beide erreicht. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott. Oh, kannst du auswählen, zu wem du mich hinwirfst. Oh, yes! Warte, das ist gut, oder? Für dich, nein, ja. Nein, du bist bei Bowser. Wenn du zu Bowser willst, ist gut, ja. Oh. Ach so, da ist Bowser. Ja. Oh. Mm. Ungünstig. Hab ich überhaupt Geld? Nein. Ich hab gar kein Geld, ne? Das heißt, ich kann keinen Samen kaufen, muss auch zu Bowser, oder? Nein, du kannst, du kriegst ihn dann umsonst. Oh, was? Das ist ja unfair. Ja, du kannst ja dir nichts leisten. Du hast gar keine Münzen, dann geht diese Runde halt aufs... Was soll das denn? Ah, ja, perfekt. Nein! Ah, nee, die sind doch nicht da geblieben. Okay. Ach komm, das wird schon nicht zweimal hier sein. Fully labert Scheiße. Im Original war das so. Es ist ja unmöglich, dass es zweimal der Samen ist. Außerdem möchte ich mal anmerken, dass Fullys Mario Party 2 Standpunkt einfach komplett daneben ist. Ey, das ist nicht wahr. Ihr könnt anscheinend auch gleich viel Samen... Warte, nein, das macht keinen Sinn. Nein, dreht weiter. Ich dachte so eine Parallele zwischen dem, wir tippeln gleich schnell, Maeve zieht dieselben Samen, aber... Oh, ich dachte, da könnte ich was Zweideutiges rausziehen, aber sowas ist einfach nur langweilig. Samen. Ja, vielleicht können sie gleiche Menge an Samen konsumieren. Alter, da ist dieser Pudding, dieser japanische, den man auch in WarioWare wackeln lassen kann. Ist das japanischer Pudding? Das ist halt gestürzter Pudding. Der ist gestürzt. Ja, aber... Ist das echt jeder gestützte Pudding so? Ich kenne die nur aus so japanischen Spielen, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass die auch bei uns so gibt. Die kannst du einfach kaufen, tatsächlich. Alter. Das ist dann unten am Becher, ist da so ein Aufkleber, machst du weg, damit Luft reinkommt und dann kannst du die stürzen. Ich meine, du kannst auch selber welche machen, aber du kannst sie auch kaufen. Oh, soll ich mir wieder kaufen? Und da ist dann oben dann so eine Schicht mit Schokosauce, die läuft dann rüber. Den hätte ich jetzt so gerne. Ja, der Moggy hat sich die 20 Münzen gesnackt und ist abgehauen. Das war eine linke Nummer. Oh, es war eine linke Nummer. Warte, ja, das war optimal. Das ist wirklich seine Runde. Ja, von Bowser. Ich hab's gerade geschafft. Bin ich von Bowser abgehauen, oder? Nein. Du bist zweimal jetzt beim Stern gewesen. Oh, das war Mate. Ich hab's geschafft, in der Runde ein Feld nach hinten zu laufen, quasi. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts gemacht, außer dem Minispiel gewinnen. Ich habe ein Item verloren, drei Münzen bekommen, bin ein Feld zurückgelaufen. Ich dachte, Moggy hätte den ersten Samen gezogen. Oh. Nee. Mann, das ist doch jetzt so dreckig, Maeve. Ich habe zwei Samen gezogen, beide beim Bowser. Kann mir das nicht leisten. Ich sehe so Dead, habt ihr gesehen? Der Hintern von Mario. Ich war nicht einmal da bisher. Ja, Mario hat auch so einen Schwabbelbutt. Ja, Mario ist thick. Ja. Kann ich mir aussuchen, wo ich entlang gehe? Und muskulös. Nein, du musst würfeln. Es gibt aber, Also ich meine, ich kann bei dem Goomba nicht nach unten gehen. Aber da bist gehen. Du schon dran vorbei. Doch, wenn du das den richtigen Samen ziehst, dann kannst ja, du genau. Okay, dann würf ich es einfach gibt mal drei, was. Es gibt drei richtige und einen Bowser-Samen. Okay, aber was, wenn das keine Schokopfeile sind, sondern Balsamico? Ich würde es trotzdem essen. Same. Ich mag Essig. Was ist, wenn es Sojasauce ist? Nein, dann nicht. Würde ich sie auch essen. Das wäre eine ganz schöne Überraschung. Es sieht schon sehr schokoladig aus. Es sieht aus wie russisch Brot. Stimmt. Ja, doch. Russisch Brot ist halt tatsächlich Karamell und nicht Schokolade. Aber das sieht trotzdem so aus. Ich würde dir nehmen. Ich würde den rechten nehmen. Ich nehme die Zwiebel. Oh. Alter, meint ihr, das ist immer der und man kann sich das optisch einfach merken? Nö. Nein. Das wäre sehr lame. Was soll das denn? Seht ihr? Das, ich als ob das eine Sache ist. Ich hab da so eine Theorie. Ich glaub da irgendwie nicht ganz dran. Das ist halt einfach nur ein sehr seltsamer Zufall. Ich hab da so eine Theorie. Das ist doch dumm. Yes! Endlich! Immer flüssig bleiben. Jetzt abdüsen! Ein Hingucker. Oh, ein richtiger Hingucker. Donkey Kong ist ein Hingucker. Oh, dieser Hingucker. Ja. Oh nein, was muss ich machen? Blickrichtung. Was? Wing? Ah, okay. Du musst in die gleiche Richtung gucken wie wir. Hä? Wir dürfen nicht. Wir müssen in die gleiche Richtung gucken wie er, oder? Nein, er muss in die gleiche Richtung gucken wie wir, weil sonst sind wir draußen. Ah, okay. Siehste? Das ich heißt, wir müssen halt versuchen, nicht gleich zu bleiben. Muss er vor uns gucken, 3 Sekunden? Oh. Ja, wir können uns die ganze Zeit bewegen. Pullis Erklärung macht nee, ich kann mich nicht die ganze Zeit bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ja doch, du bewegst vorher. Wir sehen nicht, wie wir uns bewegen. Und am Ende ist es dann revealed. Und wenn wir zum Beispiel alle nach rechts gucken... Wir dürfen nicht dahin gucken, wo Moggy hinguckt.
Hä, was, wie, ich verstehe es jetzt gerade überhaupt nicht. Guck mal, irgendwann könnt ihr, ihr könnt das hier Zeit wechseln und wenn ich jetzt einfach nach rechts schaue, schaut keiner von euch. Aber du kannst doch auch wechseln. Nein, du kannst davor, so wie wir, die ganze Zeit drücken. Nein. Da kannst du dich schon bewegen. Sobald es losgeht, kannst du gucken und dann, da wo du bist, müssen wir am Ende auch sein. Genau, es geht immer nur ums Ende. Nein, wir dürfen da nicht sein. Ach, wir dürfen da nicht sein. Ah, wir müssen in andere Richtung gucken. Okay, sorry, ich hab's jetzt verstanden. Okay. Muss ich jetzt die ganze Zeit die Richtung wechseln, wo ich hinschaue? Das heißt, wir müssen einfach nur in unterschiedliche Richtungen gucken und haben schon gewonnen. Was meinst du mit die Richtung wechseln? Wow. Ja, Melf, du guckst da. Könnt ihr sehen, in welche Richtung ich die ganze Zeit schaue? Ja, oder? Nein, wir können das nicht tun. Genauso wenig, wie du unsere Richtung siehst, nur am Ende. Ich sehe eure Richtung auch schon vor dem Ende, wenn ihr sie wechselt. Wir können das oben sehen. Wir können das oben sehen, wie ihr hinguckt. Ja, und ich kann auch schon davor sehen, wo ihr hinschaut. Ja. Nee, ich bewege mich die ganze Zeit und jetzt gehen alle meine Inputs durch. Na ja, gut. Nein. Wir haben irgendwie 3 Sekunden. Nein, das wird nicht gespeichert. Wir machen einfach mal. Das geht nicht deine Inputs durch. Nee. Alter, wir sind alle entkommen. Oder? Warte, ich teste das jetzt. Nein, ich sehe nichts. Nee, es geht nicht die Inputs durch. Ach, Johnny. Die Donkong lächelt. Nein! Ach, man kann nach oben gucken. Oh. Ja, ja, aber ich hab noch gesaved. Dieses Wackeln von den Köpfen. Das Spiel ist halt echt. Das ist so ungefähr das dümmste 3 gegen 1 Spiel. Mit der Dümmste, das man haben kann. Du kannst deinen Blick auch noch ändern. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es aber auch. Hätte gewinnen sollen, ehrlich gesagt. Und es geht nicht die Inputs durch, Fully, sondern die werden erst angenommen, sobald der Countdown da ist. Genau, richtig. Sobald die Musik ist aus, haben wir 3 Sekunden Zeit, uns den Kopf irgendwie zu richten. Ja. Den Kopf. Der richtig mal den Kopf. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet mit den 3 gegen 1 Winnie-Spielen. Und das bekam ich dafür. Und dann wäre das Dümmste, was man haben kann. Das ist Mario Party. Man kriegt immer genau das, was man nicht will. Ich krieg die Krätze. Nicht mal den Stern kriegt Fully. Hurra. Ich mach immer Hurra, wenn man den Affenarsch sieht fürs Protokoll. Fully hat aber so viele Münzen. Kauft dir doch einen Stern davon. Ich gehe immer nur 3 Schritte oder so. Warum kostet denn keinen Stern? Oh nein, wieso habe ich den Pilz eingesetzt? Ich bin so dumm. Ja, was machst du auch, Maeve? Stimmt, warum hast du den eingesetzt? Weil selbst wenn du frei bist, du kannst dir keinen Stern kaufen. Ja, einfach mal Items einsetzen. Aber was bekommst du? Was macht. Ich hab nicht so viel Münzen, ich hab nur 13. Weg damit! Kommst du in den Schwimmreifen? Oh nein, Pechwürfel. Nee. Man kriegt immer den Pechwürfel, oder? Oh, der Schwimmreifen, stimmt. Stimmt, Schwimmreifen gibt's auch. Für 5 darfst du es behalten. Ich hab aber nur 7. Dann gib mir einfach alle. Oh nein! Fully! Lass mal die Münzen drüber wachsen! Nein! Fully, gib mal die Münzen! Nein! Fully, die Münzen! Mogi, ich hätte eher Angst um deinen Stern. Ja, ich meine, ihr habt alle Sterne Fully zu verlieren. Fully hat nichts zu verlieren. ich hab nur Münzen zu verlieren. Fully hat nur Münzen zu verlieren. Der Stern! Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Sterntausch kommt, ist eh sehr unwahrscheinlich. Wann kommt denn die 30? Nach der 3, ne? Nee. Egal, ich spring jetzt einfach. Fully! Oh nee! Ich hab keine 3. Ich hab sie nicht mal. Was soll das denn? Willst du mich ruinieren? Ja, nicht mal 3 Münzen. Nimmst du auch einen Schuldschein? I owe you. Dieses Revanche-Geld war einfach pure Zeitverschwendung. Das war so ein Müll. Sie hätte es wohl jetzt auf Fully gehen sollen. Ich meine, die 3 Münzen hätte ich dir gegeben. Da wäre ich nicht mehr böse gewesen. Fully ist netter, seit er Immobilienmogul wurde. Ich kann auch gar nichts. Aber 3 Münzen, das gebe ich dir mal. Dann habe ich ja noch übrig. Hat man mal eben so, ne? Ja! Yeah. Jetzt bin ich gespannt, was du für was du bekommst. Ich muss vor allem zahlen. Ich würde den ganz rechts nehmen. Nimm den Kürbis. Er nimmt nochmal den Kürbis, oder? Komm, hast du Balls? Er nimmt nochmal den Kürbis. Hast du Eier? Sag ich doch. Das kann ja nicht sein, dass das schon wieder böse ist. Ich bin mir jetzt. Ich glaube, man kann sich das optisch einfach merken. Nein, oh, doch nicht. Okay. Was hat denn dann gerade für eine Wahrscheinlichkeit? Ja. Ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel. Yes, versus Fate! Also, boah, was? Ein 64?
Damn. Alter. Okay, ich aber ganz schön scheiße gerade. 49 Münzen! 49, komm schon! 3 Münzen, yes! Setz 49! Mach so viel wie du kannst, los! Mach uns stolz! Ich kann wahrscheinlich nur 12, oder? Mach den Fully arm! Ich kann das nicht wählen. Komm, mach nur 10. Oh! Ja, das kann, was kann, können wir Maeve bitte disqualifizieren? Schaut euch den Maeve an, ich hab eh nix. Wir machen 5 Münzen und es ist immer noch nicht genug im Pott. Das ist so wenig Geld, was wir kriegen. Oh mein Gott. Wobei, ich kann 15 Münzen gut gebrauchen. Die Hosentasche nach außen und sagt, ich hab doch nichts. Oh, das hab ich noch nie gespielt. Nice. Dreh dich beim Supersprung weiter um die eigene Achse. Ah, nice. Das ist dieses... Ah, okay. Mario und Sonic. Hä? Was muss man machen? Muss man es in der Reihenfolge drücken? Ja. Okay, okay, das bekomme ich hin. Kann man auch freestylen oder? Nein, du musst im Kreis drehen. Schade. Gibt es irgendeine Sache, wo man anfangen muss mit irgendeiner Taste? Mit B vermutlich. Und los geht's. Nee, mit A. Nein, oh B Gott. Ist unten. Los, Fully! Er war zu schnell. Das 1530. Ja, er war schon viel weiter. Irgendwie war einer Input wurde gefressen. Besser. Was war das? Oh. Dabei bin ich eigentlich sogar gut in dem Spiel. Das war 2340er. Oh Gott. Tippeln kann ich besser. Shit. Okay, das, dafür habe ich Wario auf dem Nintendo GameCube gespielt. Okay, Morgan, ich bin super gespannt jetzt. Oh mein Gott! Was? Was ist hier los? Okay, soweit so gut. Also, wenn ich dich verkackt hätte, gegen dich hätte ich trotzdem nicht gewonnen. Warte mal. Hast du einfach den Daumen im Kreis gedreht? Keine Ahnung. Irgendwie ja, stimmt, ich meine vermutlich. Oh, ich hätte es viel besser gemacht. Also, das habe ich auch versucht und das hat bei mir nicht geklappt. Ich kann euch nicht ganz sagen, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. Ich habe 6 Münzen Moggi bekommen. Gegen Moggi wäre ich trotzdem nicht. Ich kann sagen, ich habe 3 Münzen bekommen. Dann gehe ich mal zu Bowser rüber. Ich habe Münzen verloren. Boom! Aber wir gehen nicht zu Bowser rüber. Eine Runde schon frisst. Ui! Glücksgolf. Wieso freut ihr euch alle nicht? Fahnen wir weiter. Oh, das kann ich nicht. Ich lass mich immer verwirren. Das ist das. Das ist ein Klassiker. Oh. Okay. Was in der Übung gemacht? Ah, oh, nice. Diesmal bin ich nicht. Ich weiß nicht ganz, wann ich die Fahne zeigen muss, aber. Wird trotzdem irgendwie der Letzte immer rausge. Ich hab ein bisschen Angst. Ich denke, derjenige, der einen Fehler macht. Warte, was? Ich hab beide gleichzeitig gedrückt. Ich dachte, man kann beide gleichzeitig machen. Ja, dachte ich auch. So habe ich das Spiel beim ersten Mal auch verloren. Nein! Das ist auch ein Gott. Nein. Ja, ihr spielt halt auf Schnelligkeit, das ist der Fehler. Yes! Nein, ich habe nicht mal auf Schnelligkeit gespielt. Der hat es so lange hochgehalten. Ja, ich habe das bisher immer verloren. Ich habe das bisher immer verloren, weil ich zu schnell gedrückt habe. Diesmal habe ich ganz lang gewartet. Man muss auch dazu sagen, im Vergleich zum N64-Ding hat die hier ein bisschen mehr neue Muster drin, wie der sich bewegt. Okay. Also man kann sich nicht nur auf die alten verlassen, wenn man die kennt. Gleich hast du einen Sternfully. Knappe Sache. Endlich. Das wäre fast schief gegangen. Fast. Ich meine natürlich. Hurra. GG. Yeah. Oh, warte, ich bin erster Platz. Du hast ja meist Münze und einen Stern. Ich merke das schon. Jetzt habe ich aber Dinge zu verlieren. Oh, meine 1, Maeve. Soll ich den Pechwürfel einsetzen? Auf wen? Na, der kriegt ja jemand anders, ne? Ich kann auch auf mich einsetzen. Och nee, ey. Oh, nice. Diese Runde will mich einfach nur gute Arbeit fertig machen, oder? Vielleicht bekommst du was Gutes. Ansonsten kriegst du welche. Das Haus Spaß. Du erhältst 100 Sterne. Ich verliere einen Stern, ey. Stell mal vor. Stell dir das mal vor. Er hat's gecallt. Maeve, du musst aufhören damit.
Auf Ansage. Er hat die 1 gewürfelt und den Stern verloren. Die 1 habe ich aber vorgeschlagen. Er hat sich so selbst sabotiert. Dave, geht's dir gut? Holy shit. Magst du drüber reden? Liebe Mario Party. Ey, komm, was? Ich hab, glaube ich, noch nie gesehen, dass in einer Runde 2 Leute aufs Bowserfeld gekommen sind. Stellt euch vor. Du wirst mal erstaunt sein, wenn ich noch auf Bowser, an Bowser vorbeilaufe gleich. Ey, das ist eine Bowser-Runde. Außerdem habe ich extra die Blume genommen, wo das nicht passiert. Du verlierst deinen Stern. Wehe. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so unfassbar. Was ist der Bowser-Mischer? Keine Ahnung. Das ist Kommunismus. Wir werden alle Münzen wahrscheinlich neu gemischt, ne? Durch Nein. Mischung, oder? Na, unsere Position. Okay. Yes! Ah, okay. Yes! 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 Ey, wenn ich jetzt vor Bowser lande, ja, ne? Ja, ich wusste nicht, was ist. Nicht! Dieses Spiel. Oh mein fucking Gott. Tut mir leid. Warum bin ich hinterm Stern? Ach, Mann. Ich hätte das nicht getan, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Alter, dafür, dass Moggy gewinnt, muss Maeve anscheinend absolut abgrundtief verlieren. Ja. Anders geht's anscheinend nicht. Oh. Moment. Ich habe noch nie eine Runde gesehen, in der jemand so sehr genervt wurde wie Maeve. Das ist wirklich insane. Das Wichtige ist, ich darf noch nicht aufs Sternfeld kommen. Ist das so wichtig? Wieso, ja, ich habe 19 Stimmung? Münzen. Aber so nah ist das jetzt auch nicht dran. Doch, ich komm doch direkt rüber. Ah doch, es ist ja direkt da. Ja doch, ja. Stimmt. Ja, ich meine, das war ein smart Move von dir. War doch gut. Stand ja auch 5. Ich hätte die 3 Münzen mitnehmen sollen. Oder nächste Stern kostet nur die Hälfte vielleicht, ne? Du hättest einfach direkt von Stern gehen sollen, oder? Er hat doch keine Münzen. Ja, aber ich dachte, Glücksfeld bringt mir mehr. Hat es auch. Wieso keine Münzen? Der kriegt ja 3. Ach so, okay, Fully. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Der Himmelsfeger, der muss jetzt immer wieder aufladen. Maeve, ich weiß. Das hatten wir mal, ne? Du hast aufgestaut. Oh, das ist so ein dummes Spiel. Lass ihn raus. Warte, ich muss Speed machen? Du musst Flamme hoch und runter drücken, Fully. So, zack, 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 zack. Aber muss ich das schnell machen oder in einem Rhythmus? Glaube ich, im Rhythmus. Bitte? Du musst doch einen Rhythmus machen, Johnny. Okay. Oh, ich bin mir unsicher. Du musst immer. Ey, was? Oh, man kann ausbrechen. Was habt ihr getan? Okay, versuch nicht hinter den zu fliegen, ja? Ich kann das war nicht das Problem, das waren diese. Okay. Das war das. Okay. Okay, ich gebe mein Bestes. Glück. Tut mir leid, Johnny, dass du bei mir im Team sein musst. Beide Teams sind nicht besonders zuversichtlich, habe ich das Gefühl. Na, ich weiß nicht, ich bin zuversichtlich. Moggy klang nicht zuversichtlich. Er labert. Oh, nice, du bist viel schneller, Maeve. Let's go. Ich bin nicht mehr ganz so zuversichtlich. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich das machen muss. Ich konnte übrigens. Pass mal auf, Fully. Warte, ich werde zweimal den Boost erwischt. Warum sind wir immer noch hinter euch? Ihr seid nicht hinter uns. Oh, yes. Nein, du bist ja immer an dem Yes! Ich muss, was? Ich muss, wie ich seid muss ihr so davon nicht erwischt den worden? Auch bekommen. Ja. Oh, oh. Yes! Yes! Das war wichtig. Wow. Oh, oh. Bowser-Ballons werden wir wahrscheinlich nicht erwischen. Bowser-Ballons lenken? Wahrscheinlich nicht. Boah, das macht voll Spaß. Mein erstes macht immer Spaß. Yes! Oh mein Gott, Johnny! Perfekt. Oh! So läuft das. Auch noch ausgewichen. Schön. Perfekt. Saubere Sache. Oh, Moggy nimmt die Kurve richtig eng. Das war gar nicht schlecht. Maeve, hattest du ein richtiges Gefühl, dass du Rhythmus richtig machst oder wie? Na klar. Okay. Schöne Antwort. Hast du doch gesehen, wir haben gewonnen. Du siehst doch deine Flügel und dann bist du einfach so. Ja, das habe ich auch gemacht, aber du warst so viel schneller als ich. Ja, du darfst dich voll aufladen, ne? So, ich habe immer so 80% aufgeladen. Habe ich auch gemacht. Dann weiß ich nicht. Ja. Und ich würde meinem Teampartner in der Situation ein neutrales Gesicht geben. Ja, ich habe da auch gerade dran gedacht. Mein neutrales Gesicht. An diese Bewertung, denn. Er hat es versucht, aber er war nicht gut. Aber er hat sein Bestes gegeben. Er hat nicht ganz die richtigen Slides gefunden. 10 Münzen geschenkt. Das ist so für eine Runde. Oh nein. Oh mein Gott. Yeah. Eine Erdbeerpflanze. Eine Erdbeerpflanze? Das klingt korrekt. Ja. Warum heißen die so? Ah, die klaut hier Sterne. Keine Ahnung, warum die so heißen. Erdbeerpflanze? Ich belüge dich auch einfach nur. Ja. Ich wurde schon öfter belogen von Lakitus.
Lucky Two, was ist dein Scheißproblem? Soll ich euch sagen, was mein Scheißproblem ist? Sei ehrlich, an dem Punkt möchtest du einfach nur irgendeine tiefe Bindung mit Bowser eingehen, oder? Hey, du bist doch ein Glücksfeld. Ich verliere jetzt meine 15 Münzen wieder. Was ein Glück. Vielleicht verkauft er die auch für 20. Oh, ich krieg die nicht. Wow. 15. Hör mal, lass eine den. Münze. Yay. Yeah. Münze. Wenn ich Glück habe, komme ich gleich auf ein rotes Feld noch, ne? Du bist auf ein so. Feld. Deine Werte waren schon mal invertiert. Das stimmt. Warum habe ich eine Münze und keinen Stern? Ich hätte viel lieber... Ein Stern, keine Münze. Oh, 20? Ja, aber das hätte yes. das mit Geld oh! sagen sollen. Und gleich kommt er nochmal zu Bowser. Das lief ja fast schon gut für mich. Guck mal, da ist meine Pflanze. Das ist eine große Pflanze. Und da ist ein Stern, den werde ich gleich kaufen. Ach komm schon. 2. Ja, ist okay. Nein, das ist besser als nichts. Und Alternative dazu wäre eine 2. Ja, eben. Übrigens, seine Ausrufezeichen fällt hier oben, dann kommst du direkt nach unten durch. Oh mein Gott, ist hier die Goldröhre. Oh. Ist die Goldröhre überhaupt bei festen Feldern? Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier vielleicht zu stark ist und deswegen nicht existiert. Ich habe das Gefühl, in den anderen Maps ist sie so viel stärker als hier. Maps ohne Goldröhre sind gute Maps. Ja. Vermutlich, ja. Ich wünschte, man könnte wie in Smash Bros. Oder... Ja, wie in Smash Bros. Einfach die Items einstellen. So Regeln, ja, das wäre cool. Welche Items es geben soll und welche nicht. Oh, was? Oh, nicht schlecht. Alter. Das ist auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Doch. Nee, er könnte einmal zu Bowser gehen und dann vielleicht trotzdem eine Chance haben, einen Stern zu kaufen. Ja, eben. Wenn ich da ankomme mit zu wenig Münzen. Ja, ich weiß, okay. 20 Münzen bekommen ist trotzdem besser. Und Moggy übernimmt die Führung. Yes. Das stimmt. Aber ihr müsst alle in Angst leben mit Sternen. Wenn ihr auf meine Pflanzen kommt, ja, kriege ich euren Stern. Ich werde einfach meine Zeit verschwenden. Ich werde versuchen, gleich die erste Runde zu drehen. Wie lange hält die große Pflanze? So, ja, lange, einmal. Bis jemand reintrampelt. Achso, die kleine genau. hält zweimal. Nein, die kleine ja, genau, hält die auch Münzen zweimal. Einmal, nee, die Münzen einmal? Zweimal, der Stern einmal. Okay. Och nö, nicht das schon wieder. Weil wie aus irgendeinem Grund kann ich das nicht. Also, warte. Du musst erst die Richtung wählen und dann springen. Oh mein Gott, okay, was auch immer. Fangen wir einfach an. Ich hab keine Lust. Er gewinnt immer. Weil die anderen sind immer so gut darin, die sind immer im Weltall irgendwann. Ich denk mir, wie geht das? Also ja, das ist doch normal. Nein. Für mich nicht. Nein! Oh, diesmal läuft's gut. Aus irgendeinem Grund. Ich werde nie das Weltall. Nein, jetzt habe ich verkackt. Oh mein Gott, ich habe das noch nie so gut gespielt. Ich auch nicht, ich hab's generell noch nie gespielt. Ich glaube, ich spiele auch gerade ganz gut. Aber nicht so gut. Alter, viel. Ich bin einfach die Person. Ich hab gesagt, oh, ich hab bestimmt eine 4 geschrieben, dann hab ich die 1. Ja. Oh, warum hab ich bei Spielen, die ich eigentlich Mario Party kann, bei euch immer einen Vorführeffekt? Ich hab noch nie so hart verkackt. Die Person will nicht, man nicht sein. Es ist jedes Mal so und ich nehme ja nicht mal den Mund voll. Tja, ziemlich aber wir sind in der Kuchenwelt. Vielleicht sollst du den Mund einfach mal voll nehmen. Bei dem Fully sind die Augen größer als der Mund. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. So, wenn ich für mich in Ruhe spiele oder so, ich gewinne immer. Garantiert diese Minispiele. Das ist das Adrenalin, was dich durcheinander bringt. Wahrscheinlich. Es ist was heißt ja, immer? Geh mal aufs Ausrufezeichen, ich brauche ein paar Münzen. Das liegt einfach daran, dass du schlechte Gegner hast. Wir sind halt zu krass. Yeah. Ja, mein Rekord sind 135 auf der Map. auf dem Minispiel. Das macht dich sehr sympathisch. Wir setzen mich unter Druck. Ich sag nur, keine Ahnung, warum ich das immer verkacke. Mach bitte haben? Auf mich. Ich will nicht in Fullys Pflanze trampeln können, deswegen hätte ich gerne 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Ich hab ja gefragt, wer möchte. 1, 2, 3. 1, 2, wenn keiner gesagt hat, hätte ich Zufall gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich bekommen. Yoshi lacht. Da stell dir nichts vor. Tatsächlich. Ich dachte, es wäre ein Glücksfeld. Nee.
Natürlich nicht. Der Melf hat schon gleich wieder auf. Ah, Moment, der hat 0 Sterne. Ich wurde plank gemacht. Ja, ja, grad, der Melf ist gleich, der hat mich ja gleich schon fast überholt, aber... Er wurde bis aufs Hemd ausgezogen. Ja. Oh nein. Bis auf den Sattel. Guck mal, das haben sie mir kaputt gemacht. Wo ist der gute Kürbis? Da gibt's keinen Bowser mehr. Doch, den gibt's doch noch. Das hätte ich da. Nein, das waren nur 3. Den Bowser... Ja, aber der Bowser ist doch gar nicht weg, Fully. Ach ja, ach immer wenn Bowser weg ist, regeneriert sich der. Genau. Ah, jetzt zum Beispiel für den nächsten ist nur noch eine 50-50 Chance. Okay. Glück gehabt, Wario. Oh Gott. Nein. Oh, Chance! Ey, ich stell mir vor. Los geht's! Ich stell mir gerade vor, ich hätte den Stern gekauft und würde ihn jetzt wieder verlieren durch diese Chance. Ich würde übrigens links anfangen und dann würde ich den anderen Spieler machen und dann würde ich sehen, was die beiden sich gegenseitig geben. Denn die beiden werden dann, denen wird der Arsch auf Grundeis gehen. Ich hab so Angst. Ich weiß, ich würde immer mit der Mitte anfangen. Na. Das ist doch langweilig. Yes. Mario? Oh. Nein, ganz rechts erst. Ich weiß. Oh, Rosalina? Oh nein. Oh. Stern. Oh. Nein! Du sabotierst Fully hier. Fully, willst du dich nochmal beschweren? Ich hasse mein Leben. Nein. Ich meine, hey, das hast du ja selbst zu schreiben. Wer ich? Wie gesagt, ich würde mit der Mitte anfangen. Wieso ich? Moggy war das Zünglein an der Waage. Die 1. Wiener 1. Ja, schön. Solide. Ja, das schön. Ist ein wunderschönes Moggy Sprichwort, das habe ich noch nie gehört. Was? Das gefällt mir, das mit der... Was? Zünglein an der Waage? Das kipplige Rahmen. Alter. Das habe ich noch nie gehört, aber ich mag's. Oh Gott, nein. Das ist auch so ein Spiel, was ich eigentlich kann und ich bin mir sicher, ich werde es verlieren. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich mag das. Nee, das ist solide, glaube ich. Na, ich werde verlieren. Cool. Ihr wisst, wie es geht, aber ich nicht. Was wird man daran Nein, hassen? Nein, ich weiß nicht, wie das geht, aber... Wie das geht. Da gibt's ja nicht viel zu... Es gibt bestimmt Taktiken, wie man das am besten hinbekommt. Ich hoffe nicht. Ich habe keine. Ja, wenn man Übungen hat, schon, ja. Oh nein, ich habe verkackt. Ich auch. Ja, das ist, wobei, Fully ist gar nicht mal so gut. Gott, Beef! Von wegen, du hast verkackt! Fully war der Schlechteste! Ich hab auch verkackt. Doch, das ist ein Spiel, was ich eigentlich auch kann und hier natürlich. Oh Gott, Babe, hast du gesehen, wie bisschen schneller als ich du warst? Das war so knapp. Schade, dass hier keine Zeit steht noch. Du warst einfach 3 Frames schneller als ich oder so. Ja, das war wirklich super knapp. Ich glaube, ich muss meine Einstellung ändern. Ich darf nicht mehr versuchen zu gewinnen. Wer ist auf Platz 3? Der kann sich auf eine Belohnung freuen. Ja, auf dem 2. Platz ist Rosalina, habe ich gehört. Mhm. Meine Fresse. Moment, wenn ich auf Platz 3 bin... Jetzt krieg ich aber 10 Münzen, nein, oder? Dann krieg ich doch nichts, weil ich bin auf Platz 3. Komm schon, Wario. Expertentipp? Oh, wenn der Experte mich aussucht, dann bin ich... Wer trifft die Vorhersage? Dann hab ich mein Comeback. Lucky Two, du hast mir noch nichts Gutes getan. Du hast mir am Anfang so viel abgezogen. Yes, danke, Bro. Zeit für mein Aufschnitt. Aber wenn es der 4. gibt, ist immer fair eigentlich. Warpwürfel. Ich finde, Warios Nase besteht aus Marzipan auf dieser Map. Nö. Ich finde nicht. Darauf kann ich verzichten. 10 Münzen wären cooler gewesen. Wofür brauche ich den Warpwürfel? Na, wenn du bei Warten. Ja, aber das kriegt Rosa man nicht. Rosa kann ganz schön böse sein. Kann ich dir versichern. Das bringt mir nicht so viel in den letzten 5 Runden, habe ich das Gefühl. Das Spiel ist doch nicht entschieden. Na, wobei, der nächste Stern kostet mich weniger. Oh Gott, Fully ist schon fast wieder beim Stern, das ist nicht gut. Oh. Mein Gott. Ich hab die Münzen nicht. Yes! Stimmt, sehr gut. Yes! Sehr gut. Oh, der alte Fully hat's wieder mal geschafft. Nie wird mir was gegönnt. Yes! Das war eine gute Runde. Yes! Fully wird nie eine Mario Party online gewinnen. Nee. Ja, Fully ist der nie gewinnt. Vergesst nicht die Bonussterne. Ich krieg die Bonussterne! Ja, aber die werden sehr wild, diese Runde. Ja, das ist das Problem. Ich fast deswegen spamme ich auch ein bisschen die Sticker rein. Hey, mein erster Stern! Ich weiß nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ich habe gehört, es gibt einen Sticker dafür, es gibt einen Stern dafür, wer die meisten Sticker genutzt hat. Am Ende. Nein! Jetzt hört der Moggy nicht mehr auf. Was denn nein? Das ist gut. Da ist deine scheiß Pflanze, ist gar nichts gut daran. Achso, ja! Lauf mal rein! Moggy! Was? Was? Was willst du denn?
Du willst mir sagen, es gibt einen Bonusstern dafür. Ich weiß es nicht. Ich bin der schnellste Tippler in der Runde. Ich habe davon gehört. Und zwar sowohl beim RA. Oh mein Gott! Zwei was? Felder vom Stern. Junge. Lauf mal in meine Pflanze rein, okay? Ich krieg sogar Münzen einfach so. Hier ja, war ich noch nie. Hier wurde ich weggeworbt. Oh. Nach dem Bowserfeld, glaube ich. Oh, da. Wow. Diese Runde einfach. Schön. Von wegen Warp-Block, den brauchst du gar nicht. Und 10! Ne, 7. Okay, oh Gott. Können wir bitte mit den Stickern aufhören? ja, jetzt sollen wir aufhören. Jetzt ist es zu viel. Nein, wir hätten schon vorhin aufhören sollen. Ja. Ich will Warp-Würfel. Damit kann ich nämlich jemanden noch irgendwie... Pech bringen. Au! 6 Münzen! Ja. Oh. 3 gegen 1, los geht's! Ey, es gibt Mario Partys, da sind die auf 9 getrimmt. Jetzt wird morgen. Du kriegst 9 und verlierst. Nicht Tor. Bitte nicht. Geld am laufenden Band. Geld am laufenden Band ist für den Einzelnen so scheiße. Ja, das. Warum? Warum kriegt Moggy immer die Scheiße? Was soll ich denn machen? Tschüss! Nur Münzen einsammeln. Was für Münzen? Was? Du musst einfach nur da oben Münzen raten, wo als nächstes die Münzen kommen und du hast Bewegungsfreiheit von einem Zentimeter. Ja. Ich bin nur runtergefallen. Du darfst auch nicht mal zurück. Du ist das halt die Yoshi-Bäckerei? Du fällst sofort runter. In der Yoshi-Bäckerei. Und wir müssen einfach nur darauf achten, Fully nicht runterzufallen. Ja, cool. Und die Münzen zu holen, die Morgi übrig lässt. Alle. Komm schon, May. Oh mein Gott. Das Geldsack! Oh. Ich bin selber, ja, wir sind nicht so hast gut. Du mich, hast du mich gerade Geldsack genannt? Ja, da ist einer. Ach nee, Morgi, den hättest du mir runterfallen lassen können. Jetzt hab ich jetzt mal runterfallen lassen können. Ich kam okay, Mac, 20, würde ich sagen. Good job, guys. Bekommen jetzt alle die 20? Ja. Jeder was ist für eine Inflation? Ich bekomme jetzt gerade nochmal meine. Nichts mit was ist das für eine Inflation? Nein, pass auf, ihr habt 20 geholt und bei euch wird's verdreifacht und ich hab 15 geholt, aber das ist nur einfach. Das ist keine Inflation, das nennt man Giralgeld. Wir kriegen nur pro Person Achso, ja, du hast recht. Ja, ja, was soll das? Ich hab von den 20 vielleicht 4 geholt oder so. Goldröhre? War es früher nicht auch so, dass man immer bei anderen Partys, dass man eigentlich die Münze bekommt, die man selber einsammelt? Ja, aber nicht bei 1 gegen 3, sondern bei 4 gegen 4 halt. Ah, okay. Ja. Findest du, dass da nicht so geregelt ist? Also manchmal ist es so, manchmal nicht. Das ist irgendwie komisch. Echt? Oh Gott, hoffentlich bekommst du Bowser. Oder nee, bei 3 gegen 1? Ich hab einen Warp. Bei 2 gegen 2 und bei 3 gegen 1 nicht, nur bei 4 gegen 4 kriegt man logischerweise die eigenen. Ah, okay. Ich will trotzdem nicht Bowser. Warte mal, ist es, wenn es eine Blume ist, jetzt... Also ein garantierter Bowser, ja. Ja, shit. Ah, okay. Jetzt allerdings ist die Chance wieder ein Viertel. Ja, Fully hat noch einen Warp-Block, alles gut. Ja, ich hab einen Warp-Block. Alle haben einen Warp-Block. Nee, ich nicht. Ja. Ich natürlich nicht. Ey, Mave. Schau, ich hör mich Schokolade, wie die Käsrutsche ist. Wenn Fully sich da wegwarpt, warpt Moggy ihn zurück oder ich? Mave würfelt jetzt eins und dann warp ich mich da... Ah, okay. Ich warp ihn trotzdem zu Bowser. Ich hab schon befürchtet, dass ich ihn erst würfel. Kann man sich aussuchen, zu Bowser? Oh nein. Warpt nicht wirklich, oder? Nein, ich will nicht weiter spielen. Ich lande bei dir, oder? Oh mein Gott. Gib mir deine Münze! Das ist aber die kleine, ne? Ja. Das wäre der Stern. Ich dachte schon, das wäre die Sternpflanze. Ich dachte auch. Holy shit. Dann wäre ich auch gegangen. Immer hat meine Münzenpflanze zweimal gebissen, aber meine Sternpflanze nicht. Kommt noch. Glaub mir. Ich bin noch nicht Potenzial da. Potenzial ist da. Habt ihr gesehen, was gerade passiert ist? Ja. Ich warte mich an deine Stelle nächste Runde, Johnny, okay? Ich hasse mich. Wir switchen. Ach ja. Junge, die Runde wird vorbei sein, bevor ich meinen Sternrabatt einlösen kann. Meine Warum Fresse. Tust du das hier? Oh. Das war gut. Er möchte auf sein Sternfeld laufen. Ja, er möchte auf mein Sternfeld. Los geht's! Let's go. Jetzt noch erst 4. Oh, er ist vorbei. Knappe Kiste. Ein kleines Glücksfeld. Glücksfeld! Kann man auch ein Glücksfeld mitnehmen? Oh, ein Glücksfeld. Doppelwürfel. Damit kann ich auch zum Stern rüber. Außer jemand braucht mich weg. Ist so niedlich.
Naja, ich muss gleich warpen, ich bin nicht zu Bowser. Gott sei Dank, ich bin voll in Team. Immerhin bin ich nicht der eine dieses Mal. Zuerst dachte ich, das will ich machen, aber oh ja, bekommt jetzt ein cooles. Oh, geil, Piranha-Verfolgung. Ich habe nur die dumme, ich habe nur die dummen Spiele bekommen. Oh, Schwingen, das ist das Stamm Spiel? Oh, ich dachte, das wäre was anderes. Müssen wir am gleichen Tag das machen oder ist das egal? Ich habe keine Ahnung, was wir machen können, damit es gut läuft, ehrlich gesagt. Okay. Weil wir können nicht mal wirklich zielen. Sorgt mit Stampfattacken dafür, dass sie bringen. Ich glaube, wir müssen einfach nur ganz oft springen. Ne, ich glaube, also, wir müssen springen, wenn sie halt begossen werden kann. Weil manchmal ist sie nicht in der Range der Wolke. Ja, genau. Der Petey wird größer. Und wir haben das Gefühl, wir treffen die immer. Auch wenn die vorne sind. Oh Gott! Fully, mach einen Fehler! Mach mehr Fehler! Petey, streng dich an! Magst du es voll auf dem Skateboard in die Hand, unterwegs Petey. Ist? Ja! Boah, das war stark! Das war überhaupt nicht stark, hätte ich nicht erwischt. Nein, wir müssen nur einmal erwischen. Wir haben gewonnen, wenn wir ihn erwischen, Moggy. Ich weiß, aber können wir voll überhaupt erwischen? Wir dürfen, glaube ich, nicht gleichzeitig springen, oder? Wie unfair wäre das denn für Fully, wenn er keinen Fehler macht und trotzdem erwischt wird? Ja, wie unfair ist für uns, wenn wir nicht erwischen können, wenn er keinen Fehler macht? Ja, ich meine, wir haben auch keinen Fehler gemacht. Ich musste die ganze Zeit durchtippeln. Das ist einfach ein Scheißspiel. Naja. Also. Kommt eins gegen drei Spiel und dann bin ich. Fully, ich warne dich. Das ist das, wo der eine Spieler im Vorteil ist. Wo ich es nicht bekomme. Ja, bitte mit Johnny tauschen? Ich verfluche dich. Bitte mit Johnny tauschen? Wenn das klappt. Bitte mit Johnny tauschen? Johnny? Hauptsache nicht ich. Oder Maeve. Junge, wie kann das sein? Oh, nice. Allein, dass ich nur die 1 gewürfelt habe letzte Runde, war schon insane. Aber das. So, ich hoffe, ich komme auch noch bei Tor Dead raus. Fully hat mir diese Runde 2 Sterne geklaut. Oh. Na, den habe ich gekauft. Und den anderen hast du mir geschenkt. Oh, nice. Du hast mir 2 Sterne geklaut. Als ob du auch noch runterfährst. Sweet. Sweet. Und jetzt muss jetzt noch jemand in meine Pflanze reinlaufen und dann bin ich glücklich. Nein, ich bin jetzt schon glücklich. Gott, verdammter Fully. Oh nein. Vielleicht mal ein bisschen den Bowser. Das wäre super. Erstmal einen Stock zwischen die Speichen werfen. Ja. Wie? Und dann hat er auch noch die. Dann will er auch noch jedes Minispiel gewinnen. Also irgendwann ist auch mal gut. Jungs? Ich gewinne keine Minispiele. Weiß. Ganz rechts? Ja. Der olle Kürbis ist immer auf den. Da ist immer ist Verlass. Ist das da ist Kürbis. Bowser, das rieche ich. Wie haben wir denn eigentlich Kürbis genannt? Die sehen alle aus wie Kürbis. Oh. Yes. Ich salte. Dinge. Das ist halt rund. Yeah. 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 Ich bin ziemlich weit weg vom Stern, ne? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt werfst du dich zu mir zurück. Ja, das wird mir nicht so viel bringen. Aber es wäre sehr schön. Es tut mir leid. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Das heißt, der Fully wird gewinnen. Das war sogar der beste Move, ne? Das war ein ziemlich guter Move für Johnny und für mich bedeutet es, ich werde keinen Stern mehr kaufen können, wenn sie mich runter. Wieder eine 1 also. Na schön. Naja, du hast noch drei Runden. Kannst du auch auf ein Chancefeld kommen? Ich hab nicht zwei Sterne mehr als du. Das heißt, Bonussterne könnten dir immer noch den Arsch retten, dass du gewinnst. Ja, und du kommst auch nochmal zum Stern. Und ich könnte noch auf den Bowser kommen und einen verlieren. Und nach Bowser ist ja auch gleich der Stern, glaube ich, ne? Also relativ. Vielleicht komm ich aufs Chancefeld. Oh nein, ich hätte nicht warpen sollen. Ich hätte einfach ein. Obwohl, nee. Ich will keinen Gegenstand, der über Generation weitergegeben wurde! 17 Münzen! Das ist Inflation. Das ist teuer. Das ist für eine seltsame Zahl für Bowser. Der hatte vorhin 20 Münzen auch bei jemandem. Ja, oder das, 15. Das war jetzt Inflation. Das ist, als wenn man auf den Lautstärkeregler beim Fernseher geht und dann auf 17 geht. Man geht auf 15 oder 20 oder zumindest auf die gerade Zahl. Tatsächlich 17. Yes! Oh, Alter, Fully, du bist ein Psychopath. Los geht's! Moggy, wenn du mir jetzt meinen Stern wegnimmst, ne? Gib mir meinen Stern zurück! Mach einfach Fully auf Vatrion Stern! Oder? Alter, komm schon. Ich öffne die ganze Zeit die Mordfeld, weil ich loslaufen will. Gib mir den Stern zurück. Komm schon.
Komm schon! Ja! Oh nein! Komm schon! Oh nein! Oh nein! Wehe! Oh, so lame. Hey Johnny, Compensation? Da. Ja, hast du, er wirft sie mir ins Gesicht. Mann, ich muss sagen, das hat mir bei meinem Gameplay auch sehr weitergeholfen, wie Donkey einfach da hinten steht so, war das jetzt, das ist eigentlich mein Feld. Was hast du da eigentlich zu tun? Was hab ich gemacht? Einfach das Taunt aus Smash. Chaos, Kabuff. Okay, Eilpost. Eilpost? Ich glaube, das kenne ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, das kenne ich gar nicht. Wir müssen Briefe aufheben und abliefern? Aber wo müssen wir die abliefern? Dem Shy Guy geben. Gibt's den Shy Guy? Oh Gott. Was macht der denn? Sammel die doch ein, Shy Guy, anstatt... Wo ist der überhaupt? Oh mein Gott, der Rote. Der flitzt hier rum. Ich dachte, das wäre ein Mitspieler. Komm her. Ich habe einen Liebesbrief, Shy Guy. Melf ist bereit. Der läuft dieses Spiel ist so dumm! Das ist wirklich dämlich. Der läuft ja Gott. Weg vor einem. Ich hatte gewartet, weil ich noch einen Brief abgeben wollte, aber das habe ich nicht geschafft. Ich glaube, also der will einfach seinen Job nicht machen. Ja, ich wollte gerade sagen, an seiner Stelle wäre ich auch dem Suizid. Oh mein Gott, warum? Habt ihr gesehen, wie viel Papierkram er noch übrig hat? Er läuft weg von mir! Ja, macht er doch auch. Ich habe nur einen Brief hier abgegeben! Du musst sozusagen in seinen Weg laufen. Ich weiß, aber... Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ein Liebesbrief. Du musst ihn schon erwarten. Oh mein Gott, das ist ein Liebesbrief. Der ist bestimmt super. Oh, ich bin mir ausgewichen, wie dumm bin ich? Ja, Morgi hat den Liebesbrief abgegeben, wie viel bringt das? Nicht so. Sag mal, wer ist denn die Flamme? Letzter Platz bringt das für mich. Oh. Der Fully. Das heißt, ich werde keinen Der Stern Fully. Kaufen können. Oh Gott. Du hast noch zwei Runden. Hm. Oh, Johnny, die drei Münzen, die würden mir jetzt fehlen. Ja, jetzt. Nee, ich komme nicht zu einem Stern. Kriegst du ein bisschen Münzen jetzt? Jetzt verliere ich meinen Stern bei Bowser. Das wäre nice. Bitte. Ach! Verdammt nochmal, dieser Fully. Fully, das war deine Runde. Kriegt der 10 Münzen. Fully nimmt dir deine Runde weg. Nicht wirklich, es gibt noch Bonussterne. Wie meine Runde. Ich war kurz vor Toadette. Nein, Melf meint die Party. Die Party, die komplette Party. Und deine Glücksparty. Achso, ja. Ich hab so gelitten für dich, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich kann auf jeden Fall noch an den dritten Stern kommen. Es ist nicht unmöglich. Wenn ich auf dem Glücksfeld lande zum Beispiel, ist es leicht. Glücksfeld, 15 Münzen und wir haben's. Oh, das ist... Das. Pflanz der Große. Ja, mach ich auch. Ich komm wirklich nicht mehr zum Stern. Vielleicht rappelt Fully rein. Ja, ich hoffe. Fully hat dann nochmal einen langsamen Pilz. Ich hab Pechwürfel, oh mein Gott. Verbraucht, ne? Wie weit ist das weg von Fully? Hat er noch einen Pechpilz? Oh, wir haben beide Fully. Pechwürfel. Ja, wie weit ist das weg von Fully? Was ist das für eine Verschwörung? Ja. Der ist mal einmal in nicht Führung, einmal ja? in Führung. Du hattest unverschämtes Glück. Die ganze ich Zeit. Ich meine, ja. Ja, aber da ist man eine Runde bei in Führung und plötzlich wollen alle einem das versauen. Wow, cool, ich brauche nächste Runde mindestens eine 10. Ja, wo noch ein großer hin? Mann, Alter. Mann. Kann da jemand draufkommen? Nee, oder? Klar. Warum nicht? Nein, ich was willst du Münzen. Sonst mit den Münzen machen? Ich verschwende hier nur Münzen. Ja, gewinnen. Sieht so, als ob du von dem, nein, du bekommst bei dem Stern, wie viele Münzen du insgesamt hast, geht es ja darum, wie viel du insgesamt hattest oder nicht. Und der Münzstern kommt nicht. Oh, das weiß ich nicht. Und der kommt nicht. Nein, es geht aber bei dem Stern schon, Morgi, aber du gewinnst ja, wenn du Gleichstand hast mit jemandem durch die Münzen. Oh. Genau. Oh Gott. Ey, du hast ja. Ich bin so sauer. Ich habe diesen Sternrabatt. Du musst jetzt Minispiel gewinnen oder so. Aber ich bin nicht gut darin, Minispiele zu gewinnen. Ich konnte diesen Sternrabatt wirklich... Der Lawinen-Schlawiner! Was war das? Was für Maeve. Oh. Ah. Wolle große Schneebälle. Hä? Was? Ah, okay. Ah, mit B. Aber was dann, wenn man den hat? Dann A und dann Das ist ja mega cool. Aua! Hä, war das immer so ein Spiel? Ich hasse dieses Spiel. Ich kenne das nicht. Oh Gott. Das ist super. Ich kenne das auch nicht. Ich kenne das nicht. Ich kenne das auch nicht. Ich dachte, ich kenne das, aber. Ja, man sieht, wer hier erstmal auf Nummer sicher geht.
Weg mit euch. Warum kann ich den nicht noch größer machen? Oh nein, Fully. Aber man muss ein bisschen rollen. Ach, Mann. Mann, Johnny. Man vernichtet nur geh die Lebele der anderen. Hey! Oh. Wow. Oh, wenn die groß werden, sind aua. Die so mächtig. Ja. Lasst mich mal in Ruhe jetzt hier rollen. Ach nein. Oh nein! Oh mein Gott. Oh, kick den Johnny. Ja. Ich hätte einfach weglaufen müssen, scheiße. Weglaufen müssen. Okay, Moggy. Nein, nicht zu... Komm mal nicht zu mir, Mann. Oh mein Gott, Moggy. Oh. Ja, was willst du, Yoshi? Der entkommt nicht mehr. Runter. Was willst du machen, Yoshi? Moggy ist jetzt ein Bulli. Was willst du machen, Yoshi? Das klappt nicht, die Zeit läuft ab. Ist mir egal, ich will einen Unentschieden. Okay. Ich bekomme meine Mütze, wenn wir Unentschieden haben. Ja. Wie süß, Donkey Kong hat sich die Krawatte gerichtet. Yes! 24! Geht für mich in Ordnung. Das heißt, ich kann noch einen Stern holen, außer jemand sabotiert mich. Ihr könnt auch noch schön alle auf auch das, dann könnt ihr noch mit bekommen. Mit meiner Pflanze kommen. Die haben keinen Pechwürfel mehr, den hab ich noch. Das heißt, wenn Fully... Doch, da ist ein Pechwürfel im Einsatz. Oh mein Gott, Fully kann es einfach ersetzen. Ja, man never kann mind. Ihn ersetzen? Ja. Wie dumm ist das denn? Nein! Wieso nein? Nein, der Effekt wurde also doch. Also doch, er ist neutralisiert. Oh, er ist neutralisiert. So ein Bullshit ist das. Oh, oh. Nein, das war... Oh, was? Er hat den Doppelwürfel? Gut. Ja. Oh mein Gott. Das ist so ein Bullshit. Ich dachte, er hat jetzt einen normalen Würfel. Noch. Das ist seine, ja. Nein, wow, nicht Gratulation. Nein. Und jetzt laufe ich in Fullies. Ich krieg Münzen dafür? Und jetzt laufe ich in Fullies rein und verliere meinen Stern an ihn, ne? Das finde ich nicht gut. Das wäre gemein. Okay. Aber du kommst in Johnnys rein. Ich laufe auch in Johnnys rein. Oh, das war knapp. Das wäre schön. Komm, die 10, ich hab den Rabatt auf diesen Stern. Ich will das einmal machen. Oh oh. Ach, und dann auch noch so ekelhaft knapp. Immer diese 8 vom Stern. Oh, Duell! Oh oh. Alter Moggy. Gibt's Duelle? Kannst du es mir heimzahlen? Okay. Wie viel willst du machen? Macht all in. Ich will wenn du mindestens 5 hast, kann Moggy sich vielleicht keinen Stern kaufen. All in. Oha. Yeah. Dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Scheiße. Der ist mir viel zu zuversichtlich. Okay. Ja, wir gewinnen. Aber ich hab keine Sterne, also es ist meine einzige Hoffnung. Also, gibt's da auch einen Bodenstern für die meisten gewonnenen Duelle, oder? Was ist das? Oh, es ist einfach nur Lenken? Okay. Warte, ist das ein Rennen? Ja. Ja. Also, beziehungsweise muss man möglichst schnell nach rechts drücken, oder? Warum bin ich ganz halt rechts am... Nee, wer die wenigsten Fehler macht, einfach, glaube ich. Also, du fällst zurück durch dieses Boingsen. Ist ein Side-Scroller, komm. Aber du wirst zurückgesetzt. Mann oder Maus, einfach Start drücken, ohne üben. Okay. Ich will anmerken, ich habe in der Übung nicht einen Fehler gemacht. Ich habe in der Übung nur Fehler gemacht. Ja. Moggy ist kurz. Donkey Kong ist hier größer, das ist doch unfair, oder? Ich glaube, er ist nicht wirklich größer. Generell frage ich mich manchmal, ob die andere Hitboxen haben hier. Oder ob jeder Spieler derselbe Spieler ist. Oh. Das war aber auch fies, das war sehr. Nein. Oh, das ist voll schwer! Warum war es in der Übung so einfach? Das finde ich nicht manchmal, wenn ich mit euch spiele. Ist das der Stress? Oh mein Gott! Nein! Okay, wir sind beide gleichermaßen. Das ist total floaty. In der Übung war es doch nicht so floaty. Doch, doch. Als ob ihr immer gleichzeitig gegen welche knallen. Oh, das war wichtig. Das war wichtig. Okay, das war Johnny, das wie willst war... du da durch? Wollte gerade sagen. Wie willst du da durch? Ich schaff das. Schafft er nicht. Oh, sie schafft werden... das wirklich. Sie gehen aus. Ja, aber es hat mir nichts gebracht. Oh! Yes! Oh mein Gott! 48. Der alte Donkey Kong hat die Münzen eingesackt. Wieso lief das in der Übung? War das total einfach, ihn zu steuern und dann war es nicht mehr so? Schau dir Mario an. Und jetzt hast du eigentlich eine voll gute Chance zu gewinnen, weil wenn ich jetzt in Johnnys Ding reinlaufe, ist vorbei. Da hast du 3 Sterne. Ja, und du hast Münzen. Nein, ich bin Münzen kurz vom Stern. Schmecken lassen. Ha?
Er holt sich noch einen Stern. Du kannst nicht mehr reinlaufen mit Fully. Wie ich kann. Achso, das war die letzte Runde. Das ist die letzte Runde, ja. Oh. Ich dachte, deswegen wollte ich auch, dass Johnny All-In geht, denn wenn ich diesen Stern noch kaufen kann, dann will ich es mir verdient haben. Johnny hat gerade einfach diese Blume gekauft, Münzen verloren und Mogi-Tipps verloren. Ja, letzte Runde. Generell, also du kannst das auch noch weiter zurückführen, was alles passiert ist. Ich wurde. Nein! Ich habe eine 1 gewürfelt, habe den Stern dadurch nicht bekommen. Dann hat Fully sich auf das Feld vor den Sternen geworbt. Es ist alles schiefgelaufen. Ach nee, okay, ey. Hey, Mogi. Pizza Pronto. Pizza Pronto? Der große Pizza Pronto bin ich super schlecht. Das klingt wie eine Naruto-Folge oder so. Ah, okay. Hä? Du musst Duft reinpumpen und. Ja. Okay, verstehe. Aber ich glaube, ich bin nicht gut, Johnny. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das einfach ist. Die stecken mir in die Tasche. Hä, die stecken uns wirklich in die Tasche. Wie kann das sein? Nein, wir liegen hinten. Glaube ich. Nein, ihr liegt nicht hinten. Ich könnte schwören, dass ihr vorn liegt. Vielleicht. Oh ja. Gott, was knapp. Das war so knapp. Nee, ihr lagt kurzzeitig vorne, glaube ich. Habt ihr mal voll aufgeladen oder halb nur? Oder? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe zuerst voll gemacht, da hatte ich das Gefühl, dass wir zurückfallen. Dann habe ich nicht mehr ganz voll gemacht. Ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich mal aufgeladen. Ja, das war nichts für mich. Okay, gehen wir die Bonussterne durch. Der Flitzerbonus. Flitzerbonus, ja, den habe ich nicht. Laufen. Oh, wer ist am meisten gelaufen? Mogi ist doch einmal. Mogi ist safe, oder? Schönes Ding. Ich wollte gerade sagen, Wario mit seinen 23 sollte das eigentlich in der Tasche haben. Yeah. Den? Der Trödelbonus. Ist am wenigsten gelaufen. Den habe ich, oder? Das könnte ich haben, oder? Stimmt. Nein. Nein, den sollte ich Fully haben. Ja, natürlich hat den Fully. Und als damit ist es vorbei. Ist das passiert verloren. Das hier wirklich? Als ob Fully eine Mario Party gewinnt. Und das auch noch ich auf dem Video. Ich kann es nicht glauben. Als ob ich guck für so einer werde ich nie wieder an den Sieg rankommen. 2 von Fullys Sterne sind meine. Das stimmt. Platz 2. Nee, ich war einen habe ich gekauft, einen hast du mir geschenkt. Den hast du nicht gekauft. Den hab. Also ja, aber du bist nur wegen mir da hingekommen. Einen von meinen Sternen hat Rosa. Vor allem hast du mir weggenommen. Das hat wirklich weh. Ich hatte den Glückswürfel. Imagine, du gewinnst Mario Party mit dem Trödelbonus. Diese Runde tat sensationelle Vorstellung. Dein Talent, Torten zu verzieren, trug Früchte. Was soll das denn heißen? Was? Weil du am meisten Dinger gepflanzt hast. Ach so! Aber die haben mir. Okay, die haben mir Münzen gebracht, aber niemand hat mir einen Stern gebracht. Leider. Niemand hat ihm einen Stern gebracht. Na, die Pflanzen, meine ich. Du bist ja häufigst auf roten Feldern gelandet. Glückwunsch. Hilfreich ist das natürlich nicht. Oh, wow. Durchweg gute Arbeit. Ui, Maeve. Ui, Maeve. Ui. 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 Es war wirklich ein toller Kampf. Alter! Meist Minispielsiege. Ich hab sogar die meisten Siege, komm schon. Oh. Man gewinnt die meisten Minispiele und ist Vierter. Das ist so typisch Mario Party. Nice. Oh. Also, was haben wir in den Details gelernt? Ich hab auch nicht mal fast die meisten Münzen. Oder fast die meisten Minispiele. Oh, Johnny, 3 Münzen weniger. Oh, das war echt knapp. Ich habe 69 Münzen im Minispielen gewonnen. Ja, ich habe die meisten versteckten goldenen Blöcke gefunden. Funny, ne? Ey, Mogi, wie haben wir eigentlich so wenig Münzen im Minispielen gewonnen? So, wer hat mir für mehr rote Felder? Wer hat mehr Sticker benutzt? Mogi hat die meisten Sticker benutzt. Ja, natürlich. Ja, was hier der Unterschied ist, dass ich ihn auch regelmäßig nach wie vor, wie jetzt mal, wenn der Donkey Kong Arsch zu sehen war, habe ich einen Hurra-Sticker gemacht. Oh. Und ich war ganz schön lange. Ich war ganz schön lange beim Donkey Kong Arsch. Schau, wie Maeve trotzdem nur Gleichstand mit Johnnys für Bowser-Felder. Weil das eine nicht zählt. Nee. Ja, das war eine gute Runde. Ich näher am Sieg werde ich niemals sein. Doch. Das mit nächstes Mal. Nächste Runde hast du. Glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beim nächsten Mal werde ich euch alle sabotieren. Okay. Tschüss. Man kann nicht wirklich viel sabotieren im Spiel, ist ein bisschen schade.